Na, siehst du, hast du nichts verpasst. Okay. Der wartet da. Ist hier mit irgendwas zu tun? Es geht einfach nur da rein, ne? Dann würde ich sagen, haben wir alles abgegrost. Jetzt gucken wir mal die andere Mission Map. Ist dann in die Richtung. Alles klar. Problem ist, wir kommen da noch nicht rein. Über uns. Wieso nicht über uns? Da kommt. Ah! Oh. Dann gehen wir da mal hin. Geronimo! Geschichte mit dem eingeschlossenen Arbeiter war eine reine Täuschung. Als ich dort ankomme, ruft Aslan den Vega von dort oben. Das ist dafür, dass du mir meine Hälfte der Kammer gestohlen hast, Leon. Dann lässt er den Tunnel mit einer Granate einstürzen. Wenn man berühmt ist, gibt es immer irgendein Arschloch, das einen für Geld umnieten will. Es hat etwas gedauert, aber irgendwann fand ich raus. Aslan war in der Bar und hat meinen Tod gefeiert. Ich hab dem Idioten die Schlüssel von seinem Schiff geklaut und bin ab damit. Ha! Okay, dann mal. So. Einfach nicht würdig, um den Thron einzunehmen. Schick sie ins Grab. Das Ende war unvermeidlich.
Jackie gefunden. So, mein Inventar ist trotzdem voll. Meisen. Sollte reichen. Nehmen wir die etwas höherwertigen mit. Ja, das haben wir hier oben noch nicht, ne? Gut. Ich sag ja, gehst du einmal einen Umweg, findest du jede Menge Kriegskampf. Hierher, ne? Okay, das ist nix anscheinend. Aber die Tür bleibt trotzdem zu. Man denn da durch? Map. Ach, man kommt dann hier durch und dann hier rein. Alles klar. Ja. Gut. Hätte man natürlich eher wissen müssen. Riesbällchen. Hier kommen wir auch nicht rein. Oh, Scheiße! Katagawa hat eine Firewall installiert. Wir müssen die Server zerstören. Hier lang. Ich öffne die Tür. Wegen gelöst? Nur genau genommen warte ich hier. Du zerstörst die Server und kommst wieder her. Thank you.
gefährliche Sache, aber deiner war aufregend. Gesperrt. Okay, die sind wahrscheinlich erst auf Amazon. Lebensechte Figuren macht. Ich würde gerne ein paar in Auftrag geben. Du meinst Tyrians Statuen? Genau. Einige meiner Geschwister sind geflohen, als ich die Kontrolle übernahm. Ein Familientreffen wäre schön. Natürlich. Familie geht über alles. Okay, nicht schlecht. Aber wir brauchen mehr. Geh zum Datenzentrum. Das sollte ich eigentlich tun, aber... keine Ausreden. Aber irgendwie ist das ohne Beine eher schwierig. Okay. Das ist dann dahin. Was hast du denn da erschnüffelt? Eigentlich alles weghauen. Wenn mir mal so weit kommt. Oder?
Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was, Reese? Das war's. Sag leb wohl zu deinem Lieblings-Frogurt-Stand. Nicht Franz Frogurt! Ah, alles aber nicht Franz Frogurt! Ich meine, die haben doch diesen. Laser feuert in 3, 2, 1. Frische Früchte unten im und drunter dann die dem. Oh Mann! Das geht da hinten noch weiter. Da oben ist nichts, ne? Wieder so eine Truhe. Warum sollte man hier oben lang laufen? Datenzentrum. An die Konsole. Also. Einfach hier unterzeichnen und wir sind Verbündete. Wenn dieser Krieg vorbei ist, schmeiße ich eine Party auf meiner Vergnügungsjacht Zanara. Ich sage Bescheid, wenn ich den Kammerschlüssel habe. Ihr erfüllt eure Seite des Vertrags. Oder ich liquidiere eure Familie. Naja, ja. Wir werden sehen, wessen Familie länger lebt, du Treuhand-Tyrann. Ich wünsche einen schönen Krieg. Das ist gutes Zeug, aber es beendet keine Bündnisse. Versuchen wir, das System zu hacken. Vielleicht finden wir was. Hallo, Mr. Katagawa. Passwort eingeben. Mann. Also, Passwort. Moment. Versuch mal... Zanara 1234. Das nehme wohl besser ich. Das sind ganz sehr gleich. Also. Falsch. Passworterinnerung. Hass. Schwester. Scheiße, natürlich. Naoko muss schmerzhaft sterben. Kleinbuchstaben zusammengeschrieben. Passwort angenommen. Öffne persönliches Datenpaket 35. Super. Wenn wir das letzte Datenpaket bei Atlas hochladen, ist meine Mission beendet. Dann sterbe ich. Versprochen. Daten werden zum Server hochgeladen. Okay, da der Vertrag jetzt unterschrieben ist, muss ich eins fragen. Wie kann so ein klasse Duo wie ihr es ertragen, die wahrscheinlich dümmste Armee der Geschichte anzuführen? Tja, sie machen ihre Arbeit. Geht doch nichts über eine mobile Nahrungsquelle, die jeden Befehl befolgt. Sicher, aber hey, das sind doch nur ungewaschene Wilde. Schon mal dran gedacht, euch anzuschließen? An die Großen? Unsere Armee bezahlt uns für das Privileg zu sterben. Für uns. Na, wer hat jetzt den besseren Deal? Die Informationen werden besser. Aber anscheinend hat Mali One uns entdeckt. Verteidige dich, während die Daten hochladen. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Come on.
neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Gesehen, der hatte eine Kette aus Zungen. Ja, Skagzungen. Das ist bei den Kids im Moment der letzte Schrei. Du bist so naiv. Meine Familie kämpft für mich. Sie opfern sich für mich. Sie kämpfen um meine Liebe. Das ist dein Fehler. Familie ist die mächtigste Waffe in diesem Universum, wenn man sie richtig einsetzt. Und jetzt lauf los und finde den Kammerschlüssel, bevor ich hungrig werde, Junior. Verdammt, noch mehr Security. Das wird immer besser. Popcorn wäre jetzt gut. Quasi als Henkersmahlzeit. Wir werden angegriffen. Wir brauchen Verstärkung. Schon unterwegs. Scheiße, ja. Falle und werde für die Jagd wiedergeboren. Hey, das irgendwie... Heute werde ich nicht abgeknallt. Auf die Sonara einladen und ihnen die kranken Köpfe abhacken. Und dann bringe ich jeden ihrer blöden Anhänger um. Jackpot! Das habe ich gesucht. Jetzt müssen wir das nur noch senden und abwarten, wie die Kinder der Kammer reagieren. Sobald ich diesen Krieg gewinne, werde ich diese Kalypsos auf die Sonara einladen und ihnen die kranken Köpfe abhacken. Und dann bringe ich jeden ihrer blöden Anhänger um.
Okay, geh an die Konsole. Wir schicken die Information ins Hauptquartier. Wir übertragen die Informationen in der ganzen Stadt. Vielleicht wendet sich dann das Blatt. Was ist das für ein Licht? Oh, fast vergessen, deine Belohnung. Mission abgeschlossen. Was haben wir uns eingesammelt? Das da. Okay. So, jetzt können wir dahinter gehen. Wir gehen. Da waren wir noch nicht. Undercover Atlas. So, Atlas, wir gehen. Wir verlassen dich jetzt. Eine Kiste auf, warte mal. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.